Der eitle, stolze Gockelhahn fing eines Tags zu denken an. Er fragt dabei mit Kikrikai, wer zuerst war, Huhn oder Ei. Worauf er prompt und höchst vergnügt von den Hühnern selbst die Antwort kriegt. Denn als er fragt mit Kikrikai, wer zuerst war, Huhn oder Ei, erhält er diese Antwort nun: Fürs Huhn das Ei, fürs Ei das Huhn. Doch Darth Dotter wollte sich damit nicht zufrieden geben. In einem gnadenlosen Kampf, den sogenannten Chicken Wars, unterwarf er sämtliche Hühner, sperrte sie in Legebatterien und züchtete mit Hilfe hocheffizienter Brutmaschinen ein ganzes Heer willenloser Eier, die ihm halfen, sein Imperium zu sichern. Nur eine kleine Schar Freilandhühner leistete Widerstand. Mit Hilfe der Macht gelang es ihnen immer wieder, sich dem Imperium entgegenzustellen und ihre Freiheit zu bewahren. Doch mit Fertigstellung des Todeseis, der größten künstlichen Eieraufbewahrungsstätte des Universums, war auch diese Freiheit in Gefahr. Nach Rheinbach, findet Han Solo. Han Solo, er konnte entkommen. Was? Bin ich denn nur von faulen Eiern umgeben? Dich soll der Eierschneider holen. Diese eine Schlacht hat Darth Dotter gewonnen. Aber die Chicken Wars gehen weiter. Bist du bereit, dich Han Solo und seinen Jedi-Hühnern anzuschließen? Dann komm am 19. Juni nach Rheinbach zum 8. Zicke-Zacke-Hühnerkacke-Event. Möge das Huhn mit dir sein.